Hey Leute, hallo und herzlich willkommen in der... Was wolltest du jetzt von mir? In der Pizzeria. Achso, in der Pizzeria, ja, okay. Nein, nicht Weihnachtsbäckerei. Nein. Da geht's morgen dann weiter. Genau. Zwischendrin müssen wir einfach mal wieder unterbrechen, um... Was anderes zu tun. Ja, und ordentlich einen Bauch voll zu schlagen. Irgendwie schon, ja. Wir machen heute Pizzarollis. Pizzarollis, Pizzarollis. Kann man aussprechen, wie man will. Wie wir das machen oder wie ich mir das vorgestellt habe. Ich hoffe, das klappt mit dem Teig. Da haben wir noch den vom letzten Mal wieder schön aufgetaut. Schön auf Zimmertemperatur mittlerweile gebracht. Und mit dem geht es jetzt gleich weiter drüben in der kleinen, aber feinen Pizzeria. In der kleinen, aber feinen Küche, ganz klar. Auf geht's. So, die kleine, aber feine Übersicht. Was haben wir denn alles? Hier haben wir Salami, mein Schatz. Tja, jetzt geht's bei mir heute auch schon los. Salami, bisschen Champignons habe ich noch mit italienischen Kräutern verquirlt. Spatzel hat eine ganz schnelle Pizzasoße gemacht. Dann haben wir einen Schinken, einen Gouda, Bacon und hier steht noch Ei. Das tun wir gleich noch ein klein bisschen verquirlen, verkleppern. Ist vom Backen übrig geblieben. Und ja, ein Mehl habe ich hier. Nein, das ist kein Mehl, mein Schatz. Das ist kein Mehl? Wo ist das Mehl? Da ist das Mehl. Jetzt hätte ich fast einen Puderzucker genommen, Leute. Mit Vanillearoma. Ja, das wäre jetzt der Clou gewesen. Jetzt aber erst einmal hier die Arbeitsfläche ein bisschen einmehlen. So. Und heute, seid tapfer, rolle ich den Teig aus. Ich stelle den Teig schon mal hier hin. Ja, den muss ich jetzt hier erst einmal rausbringen. Also der vom letzten Mal eben, wo ich da, ich weiß gar nicht mehr, was für Kräuter ich damit reingeschmissen hatte. Italienische Kräuter, mein Schatz. Auch italienische Kräuter. Sehr gut. Dann schauen wir mal, dass wir den hier irgendwie halbwegs rausbringen. Der sollte heute hoffentlich nicht so klebrig sein. Deswegen tue ich da gleich noch ein bisschen mehr Mehl drauf und tue auch noch zwischendrin nachmehlen. Und jetzt hätte ich vielleicht doch das Brett nehmen sollen. Ich werde wahnsinnig. Trotz Mehl. Aber mit der Teigkleberei haben wir es ja gerade. Ja, das ist das, wo er unten drin gelegen ist, wo er noch etwas feucht war. Jetzt haben wir fast das Schnitzel hier. Oh, tu mal mit dem Ding hier. Bist du jetzt mal ein Wichser? Jetzt werde ich größenwahnsinnig. So, weg damit. Ordentlich. So ist doch vernünftig. Ordentlich Mehl. Ja. Der Mist an der Finger. Also Leute, heute habe ich es echt. Mir steht alles im Weg. Hey. Pizzaofen einschalten.
Den Ferrari. So. Also heute ist es nämlich da nicht so wichtig, dass der Teig so fluffig ist. Der soll bloß relativ groß sein und so bleiben. So. Dazu kann man ruhig ein bisschen Mehl draufhauen. Dann kann ich den nämlich direkt umdrehen und schwuppdiwupp. Hat gleich wieder geklickt, mal an die Stelle. Hä? Ja. Ach, egal. Das kriegen wir hin. Ich hoffe, der bleibt jetzt so. Und dann fangen wir hier mal an mit der Pizzasauce. Dann ein paar Pilze. Ob ich den Pizzaschieber brauche, mein Spatz, das weiß ich noch nicht einmal. Aber du kannst da mal schnell eine Gabel nehmen und das Ei ein klitzekleines bisschen verkleppern. Den Käse heute nicht vergessen. Ah, den wollt ihr unten reinhauen. Aber danke, dass du mich dran erinnerst. Ich hätte ihn wahrscheinlich wirklich jetzt vergessen. So. Ja, genau. Käse ist wichtig. Genauso wie Schinken. Also Leute, ihr könnt hier in das Ding reinhauen, was ihr möchtet. Was der Kühlschrank hergibt. Egal. Dann kommt noch eine Lage Schinken. Salami drüber. Was ist heute los, hey? Hm? Salami ist gut. Bacon. Bacon auch. Ist sehr wichtig für uns. Ja. Das ist ja schon fast ein Grundnahrungsmittel. Richtig. Die Gabel brauche ich nachher dann gleich auch wieder. Ah, die habe ich jetzt weggetan. Okay, das neue. So. Jetzt. Nee, nicht da rein. Nicht das Ei. Okay. Dann stelle ich mir ein bisschen was von dem Ei hier drüber. Eigelb ist es nur. Ja, oder nur Eigelb. Richtig. Tja, und dann fangen wir an. Jetzt hoffe ich, dass das mit diesem Teig halbwegs funktioniert. So. So. Und so. Ist ein Schieber, wenn du mit, brauchst du nicht? Vielleicht doch, ganz viel. Vielleicht doch, ja. Ja, geht gut weg, geht gut weg. Na, siehste. Doch, gute Idee. So. Man könnte auch fast Calzone dazu sagen. Ja, Pizzatasche. Ja, aber in dem Falle ist es eigentlich mehr eine Rolle. So. Bisschen einstechen hier. So. Fertig.
Idee übrigens wieder von dem Fresspopel aus dem Fernsehen, was ich auch das letzte Mal gesagt habe. Und einen kleinen Augenblick noch, bis der Pizzaofen warm ist. Dabei tue ich aber schon mal die Cam umbauen. Le Memo an mich selber, Pizzaofen früher anmachen. Dann muss man nicht so lange warten. So. Und um ganz ehrlich zu sein, eigentlich hätte das Ding ein bisschen schmaler sein sollen, dass es eben mehr die Form einer Rolle bekommt. Ah, naja. Ich habe es wieder gut gemeint mit den Zutaten innen. Ich hatte gerade schon mal reingeschaut nach 3 Minuten oder so. Dann habe ich gesehen, dass das, weil es ja sehr weit oben ist, schon etwas stark Farbe bekommt, habe ich es runtergeschalten. Also wieder auf 2,5. Und das Ding soll dieses Mal wirklich knusprig werden. Und eben nicht so aufgehen wie sonst die Pizzas. Deswegen habe ich den Teig heute gerollt. Scheibenkleister. Schnell umdrehen. Und schauen, dass ich das Zeug hier runterkriege, bevor das voll einbrennt. Gut, dass ich gerade noch mal nachgeschaut habe. Das ist Ei. Das ist Eimasse. Ja, dann lassen wir von der Seite noch mal kurz liegen. Das Ding ist eindeutig zu hoch. Ich muss die Pizzarolle etwas kleiner machen. Mann, überall läuft das Ei raus. Aber ich denke, wir sind gleich so weit, dass wir endlich essen können. Heiß, 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 heiß! Oh! Tja, Leute, das Ei ist immer noch ein bisschen flüssig. Oh, dann läuft es wenigstens schön raus. Geile Art. So. Zwei Tellerchen. Wo schneide ich durch, Spatzel? So. Hier würde ich mal. So. Ja. Tada! Ja, und jetzt kann man das Ding richtig schön so essen. Na? Und das machen wir jetzt natürlich als Probiererle vor der Cam. Ui, Käse, Käse, Käse. Ich habe erst gedacht, was ist das denn hier? Oh, es ist schwer. Ja, da steckt ein bisschen was drin. Ja. Ganz schön Gewicht. Warte mal. Ein bisschen erzwiegen. Das wiegen wir jetzt. Halt. Was hat mein Teller? Also auf 0. Mein Gerät hat 285 Gramm. Leg einfach bloß das Gerät drauf. 226, das ist ja meins noch schwerer. Ja, aber es fühlt sich so okay. An. Okay. Ja, es fühlt sich wirklich sehr schwer an. Mächtig. Jetzt geht's. Und ja, genau das war der Sinn und Zweck, dass das Ding schön außen knusprig ist. Ja, und so eine schöne Teigtasche oder Teigrolle. Wie gesagt, eigentlich hätte so eine schöne Rolle werden sollen, aber naja. Bitter mal anders. Definitiv. Geil. Eine Calzone klappt man ja bloß einmal zusammen. Mhm.
Sehr lecker. Geile Idee, oder? Ja. Aber es ist heiß. Sehr heiß. Auch beim Anpacken. Kann passieren. Leute, wir essen jetzt in Ruhe. Das war's aber auch schon mit dem kurzen Video. Und den Rest mache ich out auf Video. Und wir sehen uns dann in der nächsten Weihnachtsbäckerei. Tschaikowski, ein Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo, wie immer. Ciao.